Formel-1-Atmosphäre im Autohaus Stöhr in Güstrow. Mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde brettern die farbigen, mit Elektromotoren betriebenen Modelle die 27 Meter lange Bahn entlang. Eine halbe Stunde dauert ein Rennen. Alle 5 Minuten wird unterbrochen, um die Führungsbahn zu wechseln und so gleiche Bedingungen für alle Wettkampfteilnehmer zu schaffen. Manchmal fliegen die Mini-Boliden auch aus der Kurve und müssen von an der Rennbahn postierten Helfern wieder zurückgestellt werden. Was da im Autohaus abgeht, ist der Endlauf des Nordostcups mit 30 Teilnehmern, unter anderem aus Hamburg, Berlin, Dresden und Güstrow. Gleichzeitig war das Rennen eine Wiedergeburt dieses Hobbys in der Barlachstadt und eine Premiere für die Bahn. Die Bahn hat bis zum letzten Jahr im FEZ in Berlin gestanden, wo wir auch regelmäßig an Wettkämpfen teilgenommen haben. Dort wurde der Raum gekündigt und da wurden wir angesprochen, ob wir die Bahn nicht vielleicht nach Güstrow nehmen könnten, um dann auch hier wieder ein Ort zu haben für die ganzen Fahrer, die dann gerne diese Bahn auch fahren wollen. Das haben wir dann gemacht und haben ungefähr jetzt 3-4 Monate viel Zeit damit zugebracht, die so rennfertig wieder zu machen, dass man hier diese Wettkämpfe starten kann. Im Autohaus Stöhr, dessen Geschäftsführer Matthias Warenhold dieses Hobby ebenfalls begeistert betreibt, hat die Bahn nun eine neue Heimat gefunden. Seine Wurzeln hat der Automodellsport in der Region in den 70er Jahren. Damals stand sogar eine 32 Meter lange Bahn im Tanzsaal der ehemaligen Kneipe von Rocco. Betrieben wurde der Sport unter dem Dach der Gesellschaft für Sport und Technik. Höhepunkt war 1981 die 7. DDR-Schülermeisterschaft in Lahlendorf und Rocco mit 130 Teilnehmern. Nach einer Pause fanden die Modellbauer Ende der 1990er Jahre wieder zusammen. Die Bahn in Güstrow hat ihre Premiere mit Bravour bestanden. Das nächste Rennen kündigt Sven Baumann für Februar 2020 an.